Marbella im Bruno-Fieber und wir hautnah dabei. Ja, das ist schon krass. Dein VfB endlich zurück aus der Winterpause. Gut, dass sie wieder da sind. Die Mission Klassenerhalt mit Fleiß und mit Hütchenspielen. Los geht's. Urlaub, Strand, braun gebrannt. Braun gebrannt nicht, aber. Sei es drum, Marbella ist ja auch kein Sonnen, sondern ein Stahlbad. Wir arbeiten sehr hart, wir arbeiten sehr viel. Ich denke einfach, dass jeder gemerkt hat, dass die Grenzen viel weit höher sind, als die vorher waren. 12 Tage Trainingslager, 2 Einheiten am Tag, dazu morgens Regenerationsläufe. Der Boulevard hat schon getitelt, Spieler murren, Bruno brutal. Das ist in Ordnung, weil ich bin meine Lebzeit um 6 im Geschäft gewesen, also solange ich noch gearbeitet habe. Also ich finde es schade, denn nicht. Das war übrigens Claudi. Sie und andere VfB-Fans sind extra aus dem Ländle angereist, um den VfB zu unterstützen. Das machen die so ziemlich bei jedem Trainingslager. Das ist noch wahre Leidenschaft für den VfB. Das VfB Stuttgart finden immer schon viele schwierige Phasen überstanden. Und deswegen sind wir ja auch so treue Fans. Muss einfach immer Hoffnung haben, sonst ist das Leben so trostlos. Wird schon. Ich denke mal, der Bruno ist ja da auch ganz gut geeicht für sowas, Abstiegskampf. Von daher, ich glaube schon, dass das wird. Und mein Kollege Simeon sieht das übrigens ganz genauso. Ein erfahrener Trainer, der genau weiß, worauf es im Abstiegskampf ankommt, der die Grundlagen anspricht, der die Probleme der Mannschaft erkennt und sie versucht zu lösen. Was meint ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Während Labbadia in Marbella sehr akribisch das Training geleitet hat, hat Wohlgemuth sehr, sehr viel telefoniert. Jetzt der Wohlgemuth, das sagt mir halt gar nichts groß. Neuer Sportdirektor, Berliner Schnauze, ein Typ, über den alle nur Gutes berichten. Seriös, souverän, verlässlich. Ja, erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Aber er hat auch seine kleinen Macken. Leider kann ich, vielleicht eine kleine Macke, an keinem Buffet vorbeigehen, obwohl ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Aber daran arbeite ich jetzt hier, aber erst nach dem Trainingslager. Und ich hatte den Eindruck, dass er sich schon ganz gut eingelebt hat beim VfB. Ich habe jetzt vor einer Woche Spätzle mit ganz, ganz viel Käse gegessen, also Kohlenhydrate plus auch ja, viel Fett dazu und hat aber sehr, sehr gut geschmeckt. Aber bekanntlich verstärkt ja das Fett den Geschmack der Spätzle, wurde mir erklärt. Und von daher werde ich darauf auch in den nächsten Wochen nochmal zurückgreifen. Wohlgemuth war früher Innenverteidiger, steht aber für leidenschaftlichen Offensivfußball. Ja, wollen eben den Fußball spielen, der den Fans gefällt und wo eben auch Leidenschaft, Mut, Wille dazugehört mit einer gewissen Offensivpower auch. Labbadia, Wohlgemuth, da fehlt doch noch einer der heiligen drei Könige. Christian Gentner, sehr oft am Platz zu sehen. Aber was macht ihr eigentlich den ganzen Tag als Leiter der Lizenzspielerabteilung? Ja, wir haben Sitzungen auch strategisch dann schon mit den Scouts, an denen ich teilnehmen kann, die Schnittstellenspieler, sprich auf dem Nachwuchs, die auf dem Weg zu den Profis sind, wo wir regelmäßige Sitzungen im Austausch sind. Auch da bin ich dem Fabian Wohlgemuth sehr, sehr dankbar. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Ich habe in den Tagen, in denen ich in Marbella war, natürlich jede Trainingseinheit hochkonzentriert geschaut. Das Spiel gegen den FC Sion beobachtet. Eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Wir haben eine sehr ruhige Mannschaft, kaum einer, der spricht. Der unruhige Verein mit den ruhigen Spielern. Kann vielleicht manchmal ein bisschen das Sprachliche sein, dass manche noch nicht so perfekt Deutsch sprechen. Kann natürlich auch individuell von jedem Spieler selber sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich hat er da recht, da müssen wir hinkommen, weil es das einfach viel einfacher macht für jeden Spieler auf dem Platz. Und vielleicht hilft der Kommunikation, dass Müller, Anton, Stenzel und Co. regelmäßig Karten spielen. Wizard. Und wer ist jetzt der Beste am Kartentisch? Punktemäßig ist es Luca, glaube ich, aktuell. Ganz so schlecht stehe ich gerade auch nicht da. Fabio und Flo Müller sind auch nicht so schlecht. Weil die hängt ein bisschen hinterher. Pascal Stenzel übrigens, spielerisch vielleicht nicht der Stärkste im Kader, aber er ist fit, redet viel auf dem Platz und ist deshalb für mich der Gewinner der Vorbereitung. Labbadia will mit Viererkette spielen und Stenzel hat rechts die Nase vorn. Ich hatte vorher eine Rolle im Team, die mit Sicherheit auch wichtig war, auch wenn es nicht immer auf dem Platz war. Aber ja, ich freue mich, wenn ich auf dem Platz stehen darf. Dafür sind wir auch in der Vorbereitung da, dass jeder Spieler sich anbietet.
Darüber hätte sich natürlich auch Sagadou gefreut, er musste aber vom Platz runterhumpeln. Koulibaly hat ihn abgeräumt, doppelter Bänderriss, 4 bis 6 Wochen Pause. Bitter, weil Labbadia auf ihn gebaut hat. Er ist aber trotzdem bei der Mannschaft geblieben und hat die Freistoßmauer bedient. Wir sind jeden Tag fast zusammen, sind am Lachen und der hat immer ein Lächeln auf dem Gesicht und das ist immer was Schönes. Mafropanos noch nicht bei 100%. Sosa war wegen seiner Leistenprobleme gar nicht im Trainingslager. Labbadia muss also puzzeln. Das wird einfach ein großes Brett, was wir durchbohren müssen. Und übrigens, Sosa und Mafropanos, bleiben die eigentlich? Ich gehe fest davon aus, ja. Das heißt, die VfB-Fans müssen sich keine Sorgen machen, dass wenn ein sehr gutes Angebot käme, die oder einer von beiden Spielern weg wäre? Dass wir uns aktuell mehr damit beschäftigen, Spieler zu uns zu holen, als abzugeben, ist ja völlig klar. Aber wenn Angebote kommen, egal für welchen Spieler von uns, dann werden wir uns damit beschäftigen und seriös damit auseinandersetzen. Und vorne hat der VfB zwar keinen Mario Balotelli, der spielt wirklich für Sion, das war mir auch neu. Dafür aber einen Thomas Castanaras. Sehr fleißig trainiert, gegen Sion getroffen, 20. Geburtstag gefeiert. Noch keiner für die Startelf, aber man hat einen ganz guten Eindruck von ihm bekommen. Was nehmen wir sonst noch mit von 12 Tagen Marbella? Führich mag Katzen. Anton ist Team. Hund. Stenzel isst kaum Fisch. Da meine Frau eine Fischallergie hat und bei uns zu Hause nicht so viel Fisch auf den Tisch kommt, eher Fleisch. Und ich habe das Glück heraufbeschworen. Jetzt ist der VfB dran. Start in einer Woche gegen Mainz 05. Wir sind dann natürlich auch wieder jeden Montag für euch dabei mit Dein VfB. Lasst ein Abo da, um keine Folge zu verpassen. Bis dann. Ciao. Ja, tschüss, mach's gut. Gell? Tschüss, danke.